Gudrun und Engel in Washington. Nochmal zu dem Termin im Weißen Haus heute. Eigentlich Routine zwischen noch Amtsinhaber und künftigen Präsidenten, aber das war dann doch kein Treffen wie das andere. Nee, also es war sehr höflich, es war sehr förmlich, sehr formal und es war sehr kalt natürlich. Also das einzig Warme da im Raum war sicherlich das Kaminfeuer, das zwischen den beiden geprasselt hat. Denn es war ganz klar, das ist ein Termin, den sie jetzt absolvieren, weil Joe Biden eingeladen hat, weil Joe Biden sehr wichtig war, dass er sich zumindest an die Konventionen hält. Denn Donald Trump hat ihn vor 4 Jahren ja nicht eingeladen. Tatsächlich haben sie am Anfang sich sogar die Hand gegeben. Das haben sie ja beim letzten Aufeinandertreffen bei ihrem Rededuell noch vermieden. Und das war ja auch der Termin, wo sie sich das letzte Mal gesehen haben und nachdem Joe Biden tatsächlich aus dem Rennen ausgestiegen ist. Also heute sehr viel höfliche Konversation. Fast 2 Stunden haben sie miteinander geredet. Donald Trump hat dann hinterher gesagt, ja, wir haben über die Ukraine gesprochen und über den Nahen Osten. Was genau, haben sie nicht verraten. Aber dass sie sich noch mal treffen wollen vor der Inauguration, also vor der Amtseinführung, dass die Teams eng zusammenarbeiten wollen. Und Joe Biden hat eben auch gesagt, er wird ganz sicher auch bei dieser Amtseinführung dabei sein. Auch das eine Konvention, die Donald Trump ihm vor 4 Jahren verwehrt hat. Donald Trump jedenfalls verliert keine Zeit, sein Personaltableau zu füllen. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen. Wenn man sich diese Personalien so anschaut, welche Botschaft geht davon aus? Ja, die Botschaft ist ganz klar, Loyalität first. Also politisch America first und im Team Loyalität first. Das sind Menschen, die sehr, sehr klar auf Trumps Linie sind, auf die er sich verlassen kann. Da ist zum einen natürlich seine Familie, aber bei den Ämtern, die er jetzt besetzt, alles Menschen, die ihm klar folgen. Das war nicht zwingend immer so. Das sehen wir ja bei seinem Vizepräsidenten Vance oder jetzt auch beim Außenminister Rubio. Die hatten früher durchaus andere Ansichten, folgen ihm jetzt aber klar. Und wir sehen auch, es sind unkonventionelle Persönlichkeiten, sage ich mal, die da ausgesucht werden, die häufig über wenig politische Erfahrung verfügen, die aber sehr bekannt sind und die sehr populär sind. Und auch das zeigt, Donald Trump mag keine Loser, der umgibt sich gerne auch mit anderen erfolgreichen Persönlichkeiten. Es ist ganz klar, er hat angekündigt, er will neue Gesichter, er will einen frischen Wind in der Stadt. Beim letzten Mal hat er immer gesagt, drain the swamp, also leg den Sumpf trocken. Und das will er jetzt eben mit diesen unkonventionellen Persönlichkeiten tun. Ja, aber um den Sumpf trocken zu legen und Gesetze zu verabschieden, braucht ein US-Präsident ja nach wie vor auch den Kongress. Und da haben die Republikaner, wie jetzt gerade bekannt wurde heute, nach dem Senat nun auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit errungen, also beide Kammern. Wie viel Rückenwind gibt das Trump aber tatsächlich für seine Vorhaben? Natürlich gibt ihm das enormen Rückenwind, denn es ermöglicht ihm viele Sachen, Initiativen einzubringen und besser durchzusetzen. Denn ganz klar, wer im Haus die Mehrheit hat, hat auch das Anrecht auf den Vorsitz auf alle Ausschüsse beispielsweise. Er hat ja schon wichtige Richterposten im obersten Gerichtshof besetzt. Also auch beim obersten Gerichtshof hat er mit wenig Gegenwind zu rechnen. Es hilft ihm tatsächlich, aber das ist gar nicht so unüblich. Wir denken ja immer, die streiten so, aber ein Blick in die Statistik zeigt tatsächlich, ist es häufiger so in den Vereinigten Staaten, dass alle beiden Kammern im Kongress und der Supreme Court und der Präsident zur gleichen Gruppierung kommen. Er kann vieles also durchsetzen, aber nicht alles. Eine Verfassungsänderung beispielsweise geht nicht. Dafür braucht er eine Dreiviertelmehrheit und die hat er nicht. Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington.